Ich bin dann zu Hause und Agnes ist so völlig überfordert und ist voll traurig. Okay. So, was ist passiert? Sie so, ja, ich habe den ganzen Tag für dich Kuchen gemacht. Ich wollte einen blauen Kuchen. Der Kuchen war lecker. Sag mit, ehrlich. Er war lecker, aber sah halt wirklich fürchterlich aus. Und darum geht's so, aber nicht. Sie so, das, was drin ist, zählt. Genau, sie so, aber auf jeden Fall, sie wollte statt 3003 auf den Kuchen schreiben. Weißt du, ich meine? Wieso? Und halt, ich, also quasi, dass ich noch sehr jung bin, mäßig. Es fängt erst quasi auf. Ja, ja, sehr kranker Cringe. Aber mit süßen Hintergedanken, ja, okay, ja, so. Süß. Und war sie halt traurig, dass der Kuchen gescheitert ist. Vielleicht zeige ich kurz diesen Kuchen. Ich bin gleich da. Okay. Auf jeden Fall, Leute, das ist der Kuchen. Doch, sieht krass aus, ich schwöre. Der sollte also, halt blau sein. Das ist sein. Halt so ein Halloween-Kuchen, der muss so hässlich sein. Und der sollte halt blau sein, mäßig. Ich weiß gar nicht, komm gleich. Wieso blau? Ich weiß es nicht. Okay. Walla ist süß. Die Torte war sehr, sehr lecker, ich schwöre. Ihr habt ja den Kuchen gesehen. Und sie war dann traurig, dass der nicht perfekt wurde. Ich fand, er schmeckt gut. Und sie ist auch sehr süß, war ich froh. Aber sie ist quasi mit schlechter Laune eingeschlafen, weil sie noch was Krasseres machen wollte. Dann wachen wir auf. Heute war ca. 45 Grad. Es war sehr heiß. Sehr heiß. Und wir konnten am Nachmittag nichts machen. Bro, Alim, guck mal, was Adam mir schreibt. Kann ich dir auf PayPal Geld senden, damit du es Alim gibst? Nein, wir werden Nein, es nicht Adam. Tun, Adam. Nein. Adam, wir werden es nicht Der tun. Mann ist reich, was willst du ihm schenken? Ich Adam, ich küsse dein Herz. Ich muss dir was schenken. Du hörst jetzt damit auf, Adam. Auf jeden Fall, es geht weiter. Ublo ist auch okay. Es geht weiter. Tag vergeht. Maestro konnte heute nicht kommen, weil beim Privat leider was passiert ist. Jasko und die anderen Jungs konnten auch nicht kommen, weil da auch was passiert ist. Also wir haben den Tag komplett allein verbracht heute, Anis und ich. Yeah. Dann sind Abo und Malik aus Utrecht zum Glück gekommen. Zwischendurch haben wir Pool für Saifullah und Safiya aufgebaut. Damit Warte, das Ding ist auch, wir dachten, als wir hergekommen sind, da werden so 15 Autos stehen. Da wird miese Party am Schmeißen sein. Wir kommen an. Abu Alim öffnet so die Tür, er hat nur eine Socke an, auf ganz Trip, wie so ein Penner, so gerade aufgestanden, er hatte gar keinen Bock auf diesen Geburtstag, man hat das gemerkt. Ich hatte gar keinen Bock auf den Tag, ich wollte einfach... Das war so ein Ding, du wolltest unterdrücken, dass du 30 bist. Ich wollte einfach gar keinen Geburtstag. Du wolltest nichts davon wissen. Scheiß auf das Alter. Du tust zwar so, als wäre dir dein Geburtstag egal. Es ist mir egal, aber wollen wir es trifft mir dich. Nein, ich hab dein Gesicht gesehen. Es war mir egal, chill. Auf jeden Fall, ich mach dann auf. Er war Tränen am Unterdrücken. Ich mach dann auf und ich bin ganz gechillt. Ich trinke so diese Getränke und so. Es war gechillt, gib zu. Es war gechillt. Safe, okay. Ich war so am Abchillen, ich so chillig, der Geburtstag vergeht. Die Jungs haben voll süße Sachen gebracht. Ich so, okay, reicht. Für heute Zeig ist mal. Okay. Zeig ich gleich. Ich so, für heute ist gut. Reicht. Okay. Mehr braucht man nicht. Ja, ich auch so. Dann kommt natürlich Anis aus der Ecke mit Abo. So ein Spaziergang wäre schon nice, wo wir auch Getränke holen. Mir fällt gerade ein, das war so ein Geburtstagsspaziergang. Ja, das Geburtstags- war ihre Idee dahinter, gell? Ja, Geburtstagsspaziergang. Geburtstagsspaziergang. Und es war einfach 45 Grad draußen, wo wir rausgegangen sind. Und strahlende Sonne. Ja. Und man muss vorstellen, bis zu der Tankstelle, wo wir Essen holen können, müssen wir so 10 Kilometer zu Fuß gehen. Wir gehen hin und in der Sekunde, wo wir rausgehen, in dieser Sekunde beginnt es zu regnen, als ob es apokalyptischen Ausmaße, ich weiß nicht, was passiert ist. Und hört einfach nicht auf zu regnen. Es hört einfach nicht auf. Wir sind dann in den Regen zurückgekommen und jetzt sind wir hier. Das war das der Geburtstag. Das Lustige ist, in der Sekunde, wo wir zurück waren, wir sind wieder 10 Kilometer vor zurückgegangen. Vor der Tür hat der Regen aufgehört. Vor der Tür hat der Regen aufgehört. Genau. Wir haben da so lange gewartet, bis der Regen aufhört, er hat genau. nicht aufgehört. Genau. Und genau, wo wir losgegangen sind und zu Hause angekommen sind, hat der Regen aufgehört. So. Ja, auch ganz traurig. Sie ist sehr traurig. Wieso bist du traurig, Anis? Sie hat sich den Geburtstag anders geplant im Kopf. Sie wollte, dass heute so Disney-Party wird. Und wenn sie das nicht schafft, ist sie sehr schlecht drauf. Ich wünschte, du könntest ihren Gesichtsausdruck sehen. Ich gucke jetzt sie extra. An. Schau sie an. Bist du 30 geworden oder ja? Okay, also, sie hat nicht mal den Chat gegrüßt. Anis, sag doch, hallo Chat. Wie fühlst du diese Podcast-Vibes hier? Sehr nice. Er hat ist auch krass. Mike da hinten, Anis. Sehr nice. Schon krass, ne? Wieso isst du jetzt Chips mit Mike? Deshalb habe ich das Mike weggetan.
damit du Chips essen kannst. Bist du hergekommen, Chips zu essen? Doch, man hat uns. Ist das deine ist Art? Ist wieder da, sagen die. Ist das deine Art, Frust zu essen heute? Ich bin traurig. Wegen was bist du traurig? Pascal, du hast das doch mit iPad mitbekommen, oder? Oh. Nein, du weißt es noch nicht. Oh, ne, es wird viel schlimmer. Boah, das weiß ich nicht. Es wird gottlos schlimm. Leute, das war noch nicht der ganze Ausmaß des Horrorgeburtstags. Aber ich hab's doch gesehen, Anis. Hör zu. Ich habe euch ja über den Pool erzählt, den ich aufgebaut habe. Nein, man muss fair sein. Anis hat die ganze Zeit gesagt, lass für Kinder den Pool aufbauen. Und ich meinte, Bro, ich habe Geburtstag und das Einzige, was ich heute tun will, ist liegen. Ich will nichts tun, ich will einfach, dass der Tag vergeht. Das war's. Und sie hat versucht, die ganze Zeit mich zu animieren und aufzumuntern, dies, das. Und hat den Pool für die Kinder aufgebaut, selber, so 10 Stunden lang. Sehr süß, okay? Wunderbar süß. Und dann hat Sefer drin gespielt, hat sich gefreut und sonst was. Und du hast ja mitbekommen, Anis ist hochgegangen, um Arsch zu putzen von Saphir und hat uns gesagt, das Ding passt ist, sie auf. Hat explizit mir sogar gesagt. Ja, explizit dir, ich hab's nicht. Aber ich bin retarded, Anis, du hättest das wissen. Anis und ich war auf Substanzen. Ja. Ich war wirklich auf Substanzen, es tut mir leid. Ich bin halt auf Substanzen, ohne auf Substanzen rein zu müssen. Und sie hat dann gesagt, passt bitte auf, dass Saifullah den iPad nicht ins Wasser wirft. Und auf dem iPad sind alle Fotos von Anis drauf. Und sie ist so ein Fotospeicher-Freak. Davor hatte sie einen USB-Stick, weißt du noch, so einen kleinen. Ja. Ich habe extra Abo nach Österreich geschickt, um den zu holen, weißt du noch? Da waren Bilder seit 2006 drauf. Seit 2006. Da waren Bilder drauf auf dem iPad. Wo sie ganz klein ist Videos, und so. Videos, Bilder, alles. Also alles, was sie hier hatte. Und die hat sie auf iPad geladen. Und auf ihr altes Handy, okay? Ja. iPad hat ja Saifullah ins Wasser geworfen. Alles weg. iPad ist gelöscht. Kaputt. Stell dir vor, wie krass ein Mensch gehopst werden kann. Das Handy hat sie versteckt vor Saifullah, also das alte Handy von ihr. iPhone 11. Da sind die letzten alle Fotos drauf, okay? Was hat sie gemacht? Und sie hat das auf die... Also waren von 2018 bis jetzt Bilder. Also sie hat also alle Kinderbilder, alles, was wir hier hatten, okay? Yeah. Und sie hat das auf Fensterbank gelegt. Mhm. Und das Fenster war eigentlich nicht offen, aber irgendwie war das Zimmer voller Wasser und das Handy ist auch das kaputt. Handy ist auch kaputt. Fett in das eine Handy Pfütze. Ist kaputt. Stundenlang, als wir draußen waren. Also alle ihre Fotos, die je existiert haben, sind weg. Big F in den Chat für Anis. Das ist fucked up. Davor hat mein Handy gesperrt und da wurden auch alle Bilder gelöscht. Also Saphirs Geburt auch alles weg. Ich habe keine Ahnung, was für ein Pech. Also das war auf jeden Fall ein wilder Geburtstag, wie ihr das seht. Stellt euch vor, also ich stelle mir vor, das wäre etwas Berauschendes, obwohl es Cola ist und sitzt im Stream so. Ja. Ja, moin, Alter. Also ihr hättet niemals diesen Pool kaufen sollen für Safe Orbi. Der Pool ist tatsächlich, war der schon Pool, scheiße der Idee. Der Pool war unser Verhängnis. Der Pool war tatsächlich eine scheiße Idee, Anis. Ich habe einen neuen Verschäferung. Du hast einen neuen? Oh, die Frage ist, wessen Idee war das? Der Pool? Ihre Idee. Oh, Anis, es ist alles deine Schuld.